Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swody mit der 105. Ausgabe von Race 07. Wir sehen hier gerade noch das Klassemente nach unserem Ausflug nach Imola. Und das mit dem Ausflug war irgendwie ziemlich wörtlich zu nehmen, denn viel auf der Strecke waren wir nicht unterwegs, sondern meist irgendwo daneben. 13, 11 Stop-and-Go-Penalties wegen Abkürzen. Hoffnungslos unterlegen, eine Konstanz, die überhaupt nicht vorhanden war. Ein Rennen zum Vergessen und deswegen vergessen wir das auch gleich und machen weiter mit dem Nürburgring. Ja, was kann man zu dem Nürburgring großartig sagen? Gelegen auf der Verbandsgemeinde Adenau in der Eifel, in der Rheinland-Pfalz. Das Ganze natürlich im deutschen Lande. Seit 1927 existiert dieses Schmuckstück. Also nur 5 Jahre später als Monza. 28 Kilometer lang das Ganze damals als Gebirgsrenn- und Prüfungsstrecke erdacht und konzipiert. Die legendäre Nordschleife und Südschleife damals noch, leider nicht ganz so legendär. 1976 der große, fast Boykott der Formel 1 und dann der tragische Unfall von Niki Lauda, bei dem er fast verbrannt ist. Ich denke, das sind auch Geschichten, die so ziemlich jedem Motorsportfan irgendwo bekannt sind. Daraufhin dann ab 77 keine Veranstaltung der Formel 1 mehr hier am Ring. Große Umbaumaßnahmen in den 80ern, 1984 Wiedereröffnung mit einem Rennen der Mercedes-Benz 190e 2.1. Evo 1. Na, ihr wisst schon, welches Auto ich meine. Den Vorgänger des DTM-Boliden, den wir letztens mal in R3E auch gefahren sind. Mit dem Sieger Ayrton Senna, bevor seine große Formel 1-Karriere begann. Ja, 84 dann auch die erste Formel 1-Rückkehr wieder an den Ring, 85 ebenso und dann in den vergangenen Jahren wechselweise mit Hockenheim. Zuvor als großer Preis von Luxemburg, großer Preis von Europa neben Hockenheim als zweiter Austragungsort in Deutschland aktiv gewesen. Große Historie, besonders auch der Nordschleife. Die Grand Prix-Strecke 1984, die sicherste und modernste Rennstrecke der Welt, ist zwar auch ein ganz schönes Stück, auch gut geeignet für den AVD Ultima Grand Prix und so weiter und so fort. Aber die Nordschleife ist das, was hier am Ring definitiv die Tradition hochhält, die Legende ausmacht, den Mythos grüne Hölle ausmacht, auch wenn sich die Nordschleife mittlerweile natürlich deutlich gewandelt hat. Überall, so gut es geht, Auslaufzonen, Leitplanken rund um die ganze Strecke. Aber nach wie vor tolle Rennen. Wir haben ja die komplette VLN hier, wir haben das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Alles auf der Nordschleife. Tolle Veranstaltung, tolle Action. Geile Strecke und wirklich legendär das Ganze. Und wir hatten, glaube ich, letztes Jahr das... Nee, stimmt nicht, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ja, legendäre Veranstaltung und hoffentlich bleibt uns dieses Ding noch lange erhalten, denn wir haben ja seit 2012 das Problem, wir wissen eigentlich gar nicht, wem das noch gehört. 2012 Insolvenzverfahren eröffnet, 2014 verkauft an Capricorn. Die hatten kein Geld, jetzt ist ein russischer Oligarch drin und wo das Ganze momentan steht, weiß keiner. Großer Preis von Deutschland dieses Jahr in der Formel 1, weiß keiner. Gibt es den nicht? Hockenheim oder Nürburgring? Nürburgring meint, wir haben ein Angebot vorgelegt. Hockenheim meint, wir haben ein Angebot vorgelegt. Beide Rennstrecken werden Verlust machen, wenn sie dieses Rennen austragen, aber es muss ja irgendwie weitergehen und hast du was gesehen. Es klingt wie eine kaputte Schallplatte, es klingt alles ein bisschen demotiviert und das ist es auch, denn dieses Thema Nürburgring ist derzeit wirklich... Und das Thema Deutschland Grand Prix ist derzeit genauso... Ja, die rheinland-pfälzische Regierung hat hier einfach einiges kaputt gemacht damals. Nun zurück zur Strecke als solche. Auf dem Grand Prix-Kurs hatte ich ja schon gesagt, AVD Oldtimer Grand Prix, klasse Veranstaltung für kleines Geld. Schätzchen aus 100 Jahren Automobilgeschichte kann man hier bestaunen. Tolle Sache. Wir haben natürlich hier in den letzten Jahren gehabt die Formel 1, wechselweise hatte ich ja schon erwähnt, mit Hockenheim. Wir haben die Truck-Europameisterschaft hier. Wir haben natürlich die ADAC GT Masters hier, zumindest fahren wir die Strecke auch in unserer ADAC GT Masters Experience. Wir haben die DTM hier.
Wir haben seit letztem Jahr die Blancpain Endurance Series hier. Die, was war das? 1000 Kilometer, glaube ich, vom Nürburgring? Irgendwie sowas? Oder 6 Stunden? Ich weiß es nicht. Und dieses Jahr zum ersten Mal die WEC hier auf dem Nürburgring unterwegs mit einem 6-Stunden-Rennen. Also es sind wirklich hochrangige Veranstaltungen, die man hier antreffen kann. Würde eigentlich nur fehlen, dass man die Motorrad-WM hierher holt, aber mei. Also von daher wirklich eine klasse Strecke, die auch sehr viel Publikumsverkehr erhält oder auch Zuspruch erhält. Und in Deutschland auch sehr viel Tradition genießt. Ja, heute 5.148 Meter lang in der Konfiguration seit 2002, seit die Mercedes Arena dazugekommen ist. Genau diese Strecke fahren wir heute und versuchen uns dort gegen die KI durchzusetzen, die ich übrigens auf 97% Stärke hochgeschraubt habe, nachdem ich im Training feststellen durfte, dass wir da 1,5 bis 2,5 Sekunden pro Runde schneller sind. Ich bin gespannt, wir starten immerhin von, glaube ich, fast dem letzten Platz aus, müssen uns dann irgendwie in den 90 Minuten nach vorne arbeiten. 46 Runden sind angesetzt, Spritverbrauch kalkuliert auf 322 Liter, bei einem Reifenverschleiß von ungefähr 155% oder 153 waren es. Es wird eng zwischen der 3- und der 4-Stopp-Strategie. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, was es werden soll oder werden wird, weil der Reifenverschleiß pro Stint bei einer 3-Stop bei ungefähr 40% liegt und das ist mir ein bisschen viel. Wir werden es ausprobieren. Der erste Stop wird ganz normal nach dem 3-Stop, nach der 3-Stop-Strategie erfolgen. Und wenn wir dann feststellen, dass bis dahin die Reifen zu sehr abbauen, dann stellen wir um auf die 4-Stop und machen dann eben drei weitere danach. Wir schauen mal ins Wetter. Es ist trocken, das sieht man, und es bleibt auch trocken, das ist sehr gut. Wobei alles andere wäre wahrscheinlich auch nicht zu schlimm. Wir laden uns ein Setup. Es wundert mich ja, dass es für diese Strecke kein vorgefertigtes Setup gibt, denn die Strecke ist im Paket GT Pro. Wir sind in der GT Pro und naja. Wir nehmen dieses Setup. Das sollte passen, hoffentlich. Ich gucke mal ganz kurz noch rein. Sprit haben wir 85 Liter dabei. Getriebe musste ich kürzer machen, weil das ging gar nicht. Ich kam eigentlich nicht in den sechsten Gang. Das ist sehr komisch. Wir haben hier auf dem Nürburgring zwei ewig lange Geraden und trotzdem hat es nicht gereicht, um in den sechsten Gang zu kommen. Deswegen das Getriebe jetzt ein bisschen kürzer. Ja, eigentlich ganz lustig. Ich bin mal gespannt, wie gut die KI jetzt auf 97% unterwegs ist. Rundenrekord aus dem Training von mir 1,571. Die KI war da eben 2 Sekunden langsamer. Kann aber ein sehr interessantes Thema werden. Ich hoffe, dass wir nicht wirklich auf die 4-Stop-Strategie ausweichen müssen, denn dann wären die 97% KI-Stärke doch zu viel, wenn die nur 2 bis 3 Mal. Ich wollte eigentlich sagen, dass die KI, wenn sie nur 2 bis 3 Stops macht, dann eventuell doch zu schnell für uns wäre bei 97%. Aber ich sehe das Problem nicht. Leider hat mich mein Aufnahmeprogramm vorhin in den Stich gelassen, als ich das gerade sagte und als ich dann den zweiten Teil des Rennens starten wollte. Die Aufnahme dafür habe ich mal ganz kurz reingeschaut, ob denn der erste Teil was geworden ist und musste feststellen, die Tonspur fehlt. Ja, somit also 42 Minuten Renngeschehen, spannendes Renngeschehen für die Tonne und wir starten das Ganze einfach noch einmal. Das Setup, das passt, das ist noch das Richtige, wunderbar und es ist trocken, es bleibt trocken. Gut, dann rennen, gleich ran an den Speck. Ich wollte gerade sagen, diesmal beschleunigt uns dieser olle gelbe Matek nicht aus, aber er schafft es doch irgendwie. Bei uns ist noch alles ganz. Aber sehr gut. Wow!
Ja, ein bisschen wild gerade so die ersten paar Kurven. Okay. Lief eigentlich soweit gar nicht so schlecht, die erste Kurve, Runde. Auch wenn es am Anfang ein bisschen unsauber war, das muss ich ja zugeben, das war katastrophal. Oh! So was Ähnliches hatten wir im ersten Versuch auch. Dass sich hier plötzlich einer quergestellt hat in der letzten Kurve. Da war die KI übrigens auf 97% ganz gut unterwegs. Also die haben mir dann bis zu unserem ersten Stopp schon 10 Sekunden abgenommen. Nur dann irgendwie einiges an Zeit wieder verloren nach deren ersten Stopp, denn wir lagen zur Rennhalbzeit ungefähr dann in Führung, kurz vor unserem zweiten Stopp. Das könnte natürlich auch das Zünglein an der Waage sein, wenn die KI zweimal stoppt und wir dreimal, dann ja, müssen wir die Zeit irgendwo gut machen und das geht eigentlich nur auf der Strecke. Rad an Rad durch das Schumacher-Eis. Warum auch nicht? Die Strecke kennen wir natürlich aus dem FF wie unsere Westentasche. Wir haben ja in GT Legends, in Assetto Corsa, in der RDAC GT Masters Experience, in der DTM Experience und natürlich auch im R3E Multiplayer diese Strecke mehrfach besucht. Besonders im Multiplayer in der letzten Zeit waren wir hier oft unterwegs. 30 Minuten BMW M1 Poker Rennen. Oder auch die Gruppe 5 Classics. Somit haben wir eigentlich ziemlich viele Runden schon auf dieser Strecke gedreht. Was natürlich auch ein gewisser Vorteil Imola gegenüber sein könnte. Weil wir halt die Strecke einfach besser kennen und die Linie auch eher drauf haben. Was aber nicht heißt, dass wir hier wirklich gut sind. Zumindest nicht im Multiplayer, da gibt es einfach zu viele, die deutlich besser sind. Wobei an Dakota, oder auch nicht, nein, Dakota ist noch da. Ich weiß nicht, wäre das jetzt ein Forcing Another Driver off the track gewesen, oder... Wir werden übrigens keine 4 Stops brauchen, also wir müssen nicht zwischendrin umstellen von der 3 auf die 4 Stop-Strategie. Das hat sich zumindest im ersten Versuch gezeigt, dass 3 Stops wirklich vollkommen ausreichend sind. Die Qualität der Reifen nach 11 Runden ist noch gut genug, um das Rennen wirklich mit einer 3-Stop-Strategie zu bestreiten.
Wenn die Innenbahn schon so sehr aufmachst, dann nehme ich es mir. Halalala. Halt, wollte ich sagen. Wenn ich das Auto dabei nicht verlieren würde, dann wäre das okay. So, wir führen mal wieder. Die Frage ist, wie lange hält diesmal die Führung an? Okay, einen relativ guten letzten Sektor gehabt, einen relativ guten zweiten Sektor gehabt. Nur im ersten aufgrund des Verkehrs alles ein bisschen, naja, weggeworfen. Übermut tut selten gut und so. Willst du an uns vorbei oder nicht? Mehr als die Tür aufmachen kann ich nicht. Noch langsamer fahren wäre unsinnig. Er will nicht vorbei, dann fahren wir halt weiter. Zu früh aus Gas, zu früh eingelenkt, irgendwie sowas. Auf jeden Fall eine ganz schlechte Linie. Kleiner Schubser vom Aston Martin. Rechts neben uns irgendwo noch ein Audi R8. Und jetzt ist er durch. Jetzt aber wieder Konzentration. Schließlich müssen wir potenziell für einen zusätzlichen Stop Zeit rausfahren. Das geht nicht, wenn wir uns die ganze Runde Rad an Rad mit der KI bekämpfen. Und auch nicht, wenn wir das Auto so querschmeißen. Das ist für gewöhnlich auch nicht sonderlich schnell. Thank you.
Oh, oh, oh. Das sah gut aus. Jetzt aber. Ja, wir haben aber noch 4 Runden. Dann geht's erst an die Box. Ah, Hinterreifen momentan ein bisschen zu sehr strapaziert. Liegt wohl an der Fahrweise. Es liegt nicht nur wohl an der Fahrweise, es liegt auf jeden Fall an der Fahrweise. Momentan fahren wir schon wieder letzte Henker. Ja, zu spät eingelenkt. Der letzte Sektor war trotz Quersteher noch schneller als unsere bisher schnellste Runde. Da seht ihr erstmal, wie viel Potenzial wir auf der ganzen Runde noch haben. Ah, schon wieder in dieser Kurve weggeworfen, das Ding. Gibt's doch gar nicht. Das Ziel ist eine 1,58,5. Im ersten Versuch war unsere schnellste Runde eine 1,59,2 oder 3. Da ist also wirklich noch einiges drin. 1,58,5 deswegen, im Training war es eine 1,47,3 und wenn ich dazu das Strafgewicht von 100 Kilo rechne, dann sollten wir ungefähr auf eine 1,58,5 kommen. Aber dafür müssen wir noch ein bisschen ackern. Gut gekontert. Fast verpasst die Kurve, aber nur fast.
Die Konstanz ist momentan ungefähr genauso grottig wie in Imola. Das liegt aber nur daran, dass ich mich in der ersten Kurve immer wieder vertue. Hier kann ich wenigstens bestimmen, wo die Zeit liegen bleibt. Zum einen eben im Zweikampf mit dem Audi hinter uns und zum anderen hier, wenn ich mich wieder rausdrehe. Ein bisschen twitchy. Vorsichtig, vorsichtig. Wir brauchen dringend mal einen neuen Satz Reifen. Die hinteren sind momentan abgefahren. Aber wir haben noch 2,5 Runden, bis wir an die Box dürfen. Sonst geht unsere 3-Stopp-Strategie nicht auf. Ah, der Salen hat sich am Pagani vorbeigeschoben. Ah, ein erstes Überrundungsopfer. In Sichtweite. 1,7 Sekunden verloren im ersten Sektor. Wie geht denn das? Deswegen sind die Jungs hinten dran auch so nah rangekommen. Ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ging im ersten Versuch besser. Da war die Konstanz wirklich sehr, sehr gut. Da habe ich besonders im ersten Sektor über Runden irgendwo zwischen 2 Hundertsteln gelegen. Und jetzt liegen wir zwischen 2 Sekunden. Und das auch nur bei 2 Runden. Doofes Aufnahmeprogramm. Böse, böse, böse. Dabei ist der Reifenzustand auch nicht schlechter als vorhin. Irgendwas ist anders. Irgendetwas ist anders. Wenn ich nur wüsste, was. Guten Morgen. Yellow flag in sector 1. No overtaking.
Schon wieder eine Sekunde zu langsam. Dabei waren wir bisher noch nicht richtig schnell. Ich weiß nicht, was da los ist. Wie gesagt, im ersten Ansatz lagen wir über etliche Runden im Bereich von 200stel im ersten Sektor. Und jetzt schmeißen wir hier mit den Sekunden um uns, als würden wir es bezahlt kriegen. Der einzige Unterschied ist nicht, dass der Reifenzustand ein anderer ist, dass ich die Reifen vielleicht überfahren habe oder so, sondern dass wir in Führung liegen. Vielleicht ist es genau das, dass wir uns jetzt in unserer Führungsposition zu sicher fühlen und deswegen das Auto ständig überfahren oder nicht mehr genug pushen oder ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. 1,6 Sekunden im zweiten Sektor. Wir werden jetzt sowieso erstmal ans Ende des Feldes zurückgeworfen. Davon können wir ausgehen. Hinter uns noch einer in der Boxengasse. Aber wir sind auf der 16. Ist aber soweit okay. Ist geplant. Noch ist nichts verloren. Es wundert mich nur, dass so wenig jetzt reingefahren sind. Nur der Aston Martin. Okay, beim ersten Mal war es auch nur einer. Ja, egal. Wir fahren einfach weiter und machen das Beste draus. Völlig verbremst, sowas. Was mache ich denn? Ich fahr einen Schmuh zusammen. Aber passt mal, Obacht. Jetzt wird es eine schnelle Runde. Also nicht die jetzt, sondern die nächste Runde wird eine schnelle Runde. Mit voller Konzentration. Fokus, Fokus, Fokus. Und aber einer schnellen Rundenzeit, genau. Wir haben freie Fahrt. Wer sollte uns hindern? Wir haben keinen Druck von vorne, wir haben keinen Druck von hinten. Also alles bestens. Und wie wird der erste Sektor aussehen?
Eine halbe Sekunde zu langsam? Ehrlich? Das war aber nicht der Plan. Immerhin holen wir auf unseren Vordermann auf. Das ist ja schon mal ein Anfang zumindest. Rote Sektor war okay, aber nicht glorreich. Hätte ich mehr erwartet. Und ein leichter Verbremser oder ein bisschen zu spät einfach nur gebremst. Ja, unser Vordermann ist in der Boxengasse. Wie man ganz einfach daran sehen kann, dass wir 10 Sekunden in einer Kurve gut gemacht haben. Ja, der letzte Sektor war okay. Aber da muss noch mehr gehen. Erstmal schlagen wir uns hier am Ford GT oder Matic GT1 vorbei. Ein bisschen was gewonnen im ersten Sektor, aber zu wenig. Zu wenig. Wir müssen irgendwo zumindest in die 1,59er Regionen kommen. Das kann doch so schwer nicht sein, verdammte Nummer. Harr! Der zweite Sektor war deutlich besser. Und momentan würde es für die 1,59 sogar reichen. Aber zu wenig. Ich möchte eine niedrige 1,59 haben. Und ich möchte eigentlich auch gerne mal wieder einen Gegner haben, mit dem man sich käppeln könnte. Aber da ist es momentan ziemlich Sense. Irgendwer ist gerade in der Box. In dem Fall auch gerade ordentlich vorbei. Na, 1,59,3. Wir haben gerade richtig Zeit gewonnen im letzten Sektor. Sehr, sehr schön. Geht doch. Und so machen wir jetzt bitte weiter. Die nächsten Runden. Oh, 6 Zehntel im ersten Sektor verloren. Warum? Ich möchte es nochmal betonen. Im ersten Lauf oder im ersten Versuch lag der Unterschied im Sektor 1 über 5, 6, 7 Runden bei 2 Hundertstel. Und jetzt haben wir eine Varianz, die ungefähr so groß ist, oder eine Differenz, die ungefähr so groß ist wie in Imola. Mit Konstanz hat das doch nichts zu tun. Das ist doch... ich reg mich gerade ein bisschen auf. Im zweiten Sektor wieder Zeit verloren. Pushe ich wieder zu sehr? Oder kann mir irgendwer von euch erklären, warum das jetzt auf einmal passiert? Es würde mir auf jeden Fall weiterhelfen für meine persönliche Entwicklung, wenn ich wüsste, warum es jetzt eben...
so daneben ist. Nochmal 3/10 im letzten Sektor verloren. Gut, das könnte die NGK-Schikane gewesen sein und es wird gerade knapp. Wir sind schon wieder auf die 7 vorgerutscht. Der Matic ist doch eh überrundet, oder? Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Wir haben auch sowas wie Konstanz, aber leider auf einem viel zu schlechten Niveau. Das war jetzt nämlich im Vergleich zur Vorrunde auch nur ein ganz kleiner Unterschied. Hier muss man aber sagen, wir hatten gerade ein bisschen Verkehr mit dem Matic und dem Saleh neben uns und überhaupt, was uns ein bisschen eingeschränkt oder eingebremst hat vielmehr. Aber eine wirkliche Entschuldigung kann das nicht sein. Oder sind das einfach Ermüdungserscheinungen jetzt nach ein bisschen über einer Stunde auf dem Bock? Der letzte Sektor war wieder gut. Eieieiei. Wie soll ich denn so besser werden, wenn ich einfach nur völligen Schmutz zusammenfahre? Und ich möchte jetzt gerne einen Gegner haben, mit dem man kämpfen kann. Und keinen, der 9 Sekunden vor uns fährt. Ist doch doof. Das fand ich am Anfang ganz lustig mit dem R8, mit dem wir uns gebettelt haben. Das war gut. Mal vor, mal zurück. Mal war er vorne und ich hinten, mal war ich hinten und er vorne. So wie sich das gehörte. Na, jetzt ist es ein ziemlich einsames vor sich hinfahren, einfach nur schnelle Rundenzeiten drehen. Oder versuchen zu drehen, wenn sie denn auch schnell wären. Der Nürburgring ist halt auch einfach verdammt lang. Dementsprechend zieht sich das ganze Feld auch ziemlich auseinander. Ja, da weiß ich, wo ich es verloren habe. Nach der NGK-Schikane die letzte halbe Sekunde liegen gelassen. Ja, wir kommen ran an den Vordermann.
Vielleicht kriegen wir da doch nochmal ein Battle, bevor er in die Boxengasse fährt. Und Boxengasse ist das Stichwort. Da muss ich nämlich gleich wieder den Pitstop abbestellen. Der erste Sektor ist momentan konstant schlecht. Irgendwo zwischen 6 und 9 Zehntel Rückstand. Und ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Wahrscheinlich die erste Kurve. Aber so genau weiß ich es eben nicht. Da wäre so eine ordentliche Datenanalyse wie im echten Motorsport schön. Von wegen setzt sich dann am Training hin und analysierst mal. Aha, in der Runde warst du da und da und da ein bisschen langsamer. Da musst du noch ein bisschen früher aufs Gas. Da musst du ein bisschen später bremsen. Da musst du konstanter durch die Kurve fahren. Aber haben wir ja alles nicht. Das fehlt mir ein bisschen teilweise. Wir gehen jetzt in unsere letzte Runde für heute. Und den Rest kriegt ihr dann morgen zu sehen, wenn wir dann hoffentlich hier auf dem Nürburgring siegen. Ja, gerade mal auf die vierte Position vorgehüpft, weil einige in der Boxengasse sind. Ah, doch eine sechste Position, weil wir die beiden doch noch überholen müssen. Hatte ich schon fast befürchtet. Bei dem Audi ist das kein großes Problem, hoffe ich. Irgendwo, hinter mir. Okay, okay. Gut, gut. Wieder zu spät eingelenkt. Ach, verfluchte Nummer. Das waren ja gerade zwei Kurven, die waren sowas von daneben. Mit Ideallinie hatte das nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und ich würde aber trotzdem sagen, ich verabschiede mich für diesen Teil des Rennens von euch. Morgen, wie gesagt, geht es weiter. Am Donnerstag aller Wahrscheinlichkeit nach GT Legends. Freitag und Sonntag haben wir die ADAC GT Masters in der Lausitz, auf dem Lausitzring. Samstag, denke ich mal, Assetto Corsa Custom Tracks mit einer neuen Mod. Es kann aber sein, dass wir diese Woche schon irgendein Update für R3E oder Assetto Corsa bekommen. Entsprechend würde ich das dann natürlich in einem Video vorstellen und darauf aufbauen, dann auch neue Custom Tracks Folgen mit dem neuen Content rausbringen. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, ihr drückt mir auch morgen wieder die Daumen für den zweiten Teil des Rennens. Momentan sieht es nicht so schlecht aus. Immerhin fünfter Platz, kurz vor unserem zweiten Stop. Es kann noch einiges nach vorne gehen und ich bin mal gespannt, wie gut uns das gelingen wird. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Swoddy.